So, jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zur Joint Lotto League Season 5, Division 2 Europa 3. Im Spiel Cyclones gegen VOP, also Team The Overpowered. Das sind voll OP, die Helden. Mit mir ist ein sehr OP Support. Hallo Felix. Hallo Kai. Was eine Introduction. Wahnsinn. So, wir haben heute den Stand-In-Fight. Ja, Stand-Ins gegen Stand-Ins. Außer André, denn André ist André und sehr, sehr... Das heißt, es ist jetzt The Overpowered André, ja? Ja, das nice. Stimmt. Ja, André. Gut, ist voll dann wissen wir schon, wer gewinnt. Langweilig. Ja, tatsächlich habe ich das gar nicht gehört. Ich habe gehört, dass vielleicht hier das Game ein bisschen one-sided sein könnte. Ja. Aber, ja gut, mit The Overpowered André, was willst du da falsch machen? Stimmt auch wiederum, ja. Ja. Aber du hast jetzt eher in Richtung Cyclones gedacht, oder wie? Ja, tatsächlich. Habe ich zumindest gehört. Aber, keine Ahnung. Zumindest kennen die anscheinend auch nicht The OP und denken nur, dass es einseitig wird. Also wenn das Team behauptet von sich selbst, dass es vielleicht ein bisschen einseitig wird. Wir werden sehen, wie das laufen wird. Ja. Jo. Ansonsten... Team Cyclones, wie war das? Zwei Deutsche, drei gibt da, drei Deutsche, zwei gibt da, bin ich ganz sicher. Ist eben noch gesagt bekommen, aber mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Und bleiben nur die wichtigen Informationen hängen. Bleiben, die wichtigen Informationen, dass das mein Gedächtnis ein Sieb ist. Oder so ähnlich. Sag mal noch kurz was, damit ich sicher bin, dass du gehört wirst. Ob ich gehört werde, okay, also auf den. Okay. Nee, ja. Bin mir jetzt gar nicht sicher, weil das irgendwie so leise ist. Gut. Okay, ja. Wambo ist auch im Chat, wie man im Chat gerade sieht. Okay. Anyway, wir haben nichts besondere Buns. Von daher haben wir immer noch nichts zu reden. Und ich kann eigentlich weiter Pizza essen, solange du die Stille überbrückst. Denn Stille spricht für einen schlechten Cast. Und das haben wir ja definitiv gerade nicht, oder? Blut nicht. Ess du mal. Guten Appetit übrigens. Nein. Ja, immer Arbeit. So, jetzt dürfte der Insta-Pick für Vengeful Spirit rauskommen, für Team Cyclones, nachdem sie Juggernaut und Troll standmäßig gebannt haben. Bans von XXX. DOP ist auch gut, das lässt dann die Vengeful Spirit für DOP offen. Ja, Vengeful hat auch ein bisschen abgenommen, soweit ich weiß. Ja? Also in Sachen Pick-Rate, über das komplette Tournament, also zumindest über Dota 2 Asian Championship, hat es tatsächlich irgendwie in Richtung, am Anfang halt 70%, am Ende noch 40% Pick-Ban. Interessanterweise wird der X einfach immer nur mehr OP. Ja, keine Ahnung. Es ist halt eine kleine AP, wenn du die da triffst, ne? Weil du machst, Vorhersagen. Okay, das heißt, du musst die Vorhersage für OP und ich mal für Cyclones. Bisher sind wir beide bei 100%. Ach, zu okay, spät. OP wird wohl Shadowfiend. Ah, nice, 2-1. Cool. klar. Moment. Team Cyclones wird bestimmt diesen Helden, den ich bestimmt voraussage. In 26. Ich sage tatsächlich Jack Hero. Es ist halt sehr schade, dass die eben mir nicht gesagt haben, was genau sie spielen, sondern halt Dinge, was sie öfters mal spielen. Was zeichnet Cyclones aus? Die Antwort war Wambo. Lion. Nice. Hatte ich Jack Hero gesagt? Nein, Jack Hero ist ein Anagramm für... Nein. 3-1, ne? Du hast den Lion hervorgesagt. Ja, Lion ist immer ein schöner Support. Zwei Disables, Mana Drain, nervt total auf der Lane und der schöne Burst ist einer meiner Lieblingshelden im Moment. Vor allen Dingen mit dem X zusammen haben sie halt auch ziemlich viel Disable. Ja. Also wenn ich dem den Call als Disable zähle, als AOE Disable, der durch BKB durchgeht und Damage macht. Das also wenn du vernünftig so callst, deine Line eine halbe Sekunde lang abwartet, dann kann er mit seinem Earthspike doch zwei, drei Heroes treffen, je nachdem wie viel X callt. Das ist ganz angenehm. Das Lustige ist halt, wenn du es richtig machst und halt X callst und irgendwie einen Schritt zurück machst und sie laufen dir halt alle hinterher in der Reihe und dann machst du einen Earthspike. Ja. Ich habe heute in Pubgame genau das Duo gesehen, Aix Lion. Aix called, Lion hat Aghanim Scepter, burstet und dann gibt's in Vierer Chop für Aix. Das ist so genial. Dup. Ja, chop. Das war auch eine ziemlich gute Kombo. War ziemlich gut, ja. Naja, tatsächlich, was, also
Ich glaube, irgendwie Beyond the Summit hat heute irgendwie gesagt, niemand nennt den Earthspike von Lion Earthspike, es ist alles nur der Impale einfach. Ja, obwohl Ja. der Impale ja eigentlich von Nyx ist, ne, meine ich. Tja. Naja, Aber es macht irgendwie ich habe ihn, dasselbe. ich nenne ihn aber auch. Es kann auch sein, dass ich ihn im Spiel so nenne, von daher. Ja. What the fuck? Tja, Tittenjäger ist tatsächlich gebannt worden. Außerdem Chen auch. Was ich mich überrascht hatte, weil irgendwie war zumindest das, was gesagt wurde, war Cyclones picken Chen. Okay. Dann halt nicht. Ist ja auch nicht ganz fair, wenn du vorher weißt, was gepickt und gebannt wird, und dann herausforderst du mich einer solchen Pick-Challenge heraus. Du wirst lachen, mir wurde angeboten, ich kann im TS bleiben und kann halt irgendwie die Pick-Bans halt immer eine Sekunde vorher denken, wenn die sie picken. Und dann halt sieht es so aus, als ob ich 100% von Team Cyclones vorhersagen könnte. Hört sich vollkommen fair an. Das hört sich vollkommen fair an, besonders wenn man, also nur für meine Pick-Vorhersage-Rate, die natürlich das Wichtigste am Casten ist. Wenn er 100% Rate hat, der ist halt, der darf International 5 casten, natürlich, ne? Natürlich. So Natürlich. läuft das. Und außerdem darf man halt auch keine First Platz verpassen. Oder nein, wer die meisten First Platz verpasst, der kommt ins International. Hallo, Tobi. Ja, wollte ich gerade sagen, deswegen ist er da. Shots fired. Oh Mann. So. Ich glaube, es ist wirklich laut, wenn ich hier meine Pizza esse. Aber naja, ich habe ja noch Zeit bis zum nach dem Draft. Danach gibt's seriöses Action. Seriöslich. Seriöslich? Eine Pizza und ein Glas Wein. Bad Rider Offlane. Sehr, sehr schön. Und das war ja auch gut. Bad Rider, tatsächlich, okay. Also, auch wieder unnütze Stats. Ja, er hat irgendwie 70, 75% Banrate in der DAC gerade. Aber meistens, also Bad Rider, eigentlich nur in asiatischen Teams. Aber, Ja, stimmt, die wurden von denen viel gepickt. Aber auch gut Apropos. executed, also man hat die Stärke doch wieder gesehen. Muss Ich er kurz weiß nicht, warum gucken. er, der war, was war der Tier 3, meine ich, war der so viel gepickt, ne? Und 2, glaube ich, auch, ja. Aber ja, Tier 3, glaube ich, war das so das große Bad Rider-Zeit. Zusammen mit auch Naga-Zeit und sowas. Ich glaube, es war auch mal so eine Zeit, wo halt die ganze Zeit Phantom Lancer und Naga gepickt wurden und einfach nur Late Game gegangen war. Die Overpowered ist übrigens, kommen aus Slowenien. Ja, Nur so. wer weiß es nicht. Also. Naja, ich hab's dir nur den Stats gerade gegeben. Also, sollst mich nicht dafür flamen, dass du selber nicht das weißt, sondern du sollst sagen, ja, Kai, das ist eine sehr gute Strategie, also eine sehr gute Stats. Und The OP André, also der Game Maker quasi, der ist jetzt daher und der Rest ist sind Russen wahrscheinlich, oder? keine Ahnung. Das Ganze mal auf der tollen Seite dotabuff.com Ja, nachgucken. aber da müsste ich mir ernsthaft Mühe geben. Nee, Moment, ich mache ja schon. Dota Buff. Moment. Dota The Puff. Overpowered. Oh, ich komme leider auf der Homepage vom Earthbuild raus, komisch. Nein, okay, Was hat schlechter eine Witz. eigene Homepage? Naja, wenn ich in Dota Buff Overpowered eingebe, kommt Ja, Earthbuild okay, als es hat. Head. Ja, Ja, schade. jetzt. Ich hab's. Ja, es hat gerade ein bisschen gedauert bei mir. Ich hab Wochenende. Deswegen. Naja. Lass nicht ganz schön Okay, da lange stehen auch Zeit für nicht sie ihren Nationalitäten. Pick. Und so. Padre. Padre, I have sinned und Padre, you so homosex. Sind zwei Mitglieder davon, okay. So, so. Und aber alles als Stand-in. Sieht nicht aus, als ob die beiden damit spielen gerade. ja. Zeig mal, ziemlich gepickt. Gerade ist rausgeflogen. Chat? Nein. Keiner disconnected. Sehr lange überleben. Earthshaker. Wir Earthshaker. werden ein paar Danks sehen. Sehr schön. Auch hat im Prinzip schön gegen Bad Rider Initiation, bis er sein BKB hat. Natürlich nicht so sinnvoll, wenn du halt die Initiation schon durch ist und eine Firefly halt einfach über deine Fischer, aber zum Unterbrechen ist halt ziemlich Long Range. Zusammen mit dem Hex sollte das bis zum BKB für einen Bad Rider recht schwierig werden. Vor allem sollten Team Cyclone versuchen, aggressive zu gehen und dann den Wald so ein bisschen zerstören für die Stacks, weil in der Regel wird der Bad Rider dann, wenn er auf die Offlane geht, Ja, stimmt. dann ab und zu mal in Minute 4, 5 mal in den eigenen Wald wieder rotiert. Oder je Besonders der nachdem, Ex wie kann das gut halt sagt machen, der er. ist offline, ne? Der wird einfach mal kurz vorbeikommen. Oh, Triple Sec, wusch, 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 weg. Ja, eben, also. Gut, It's a sie good haben den time Bad to be Rider in den Ex. Ex gepickt. Ja, nee, es ist jetzt nicht so OP, besonders weil, wenn Ex Ja, halt nichts bekommt, muss wenn er sowieso er einen eigenen OP. Wald. Was OP ist, weiß nur die OP. Das ist ein Auch noch ein. unerwarteter Witz. Auch noch ein Support und ein Carry.
lassen sich, Party-Teams lassen sich sehr lang Zeit. Hm. Ja, es ist Samstagabend. Was geht's denn wahrscheinlich gerade? Betrunken. Blood and Honor? Nein, keine Ahnung. Das ist das zweite Spiel in der Jojo Deluxe Season 5. Das zweite von... Ne, es ist tatsächlich das dritte für beide. Und von 10. Okay. Bisher, Cyclones sind 0-0, haben noch gar kein einziges Spiel gemacht. Bei The Overpods stehen tatsächlich 2-2. Das heißt, haben zwei Spiele gemacht, 1-1 jeweils beide. Von daher, so schlecht können die gar nicht sein. Und die bisher, wie sieht's aus, gegen LDI verloren. Hä? The Overpods stehen hier. 2 Wins, 2 Losses. 4 Spiele. Und haben bisher... Nee, das ist ja jeweils 2 Spiele. Also haben die ja 2 Spiele gemacht. Achso, das wird gezählt, okay. Ja, das erste Spiel haben sie gegen LDI verloren, das zweite Spiel haben sie gewonnen und sind 2-2. Gut, Rechnen war schwer. Na gut. Queen of Pain und Aberdon als zweites. Aberdon ist interessant, sie haben bisher nur Shadow Fiend, da wird wohl noch ein ziemlich fetter oder aggressiver Carry kommen. Für The OP. Und die Loser wurde gebannt. Das ist eine gute Kombo. Aberdon Batrider ist eine gute Kombo? Du, Fortick shieldst den Batrider und dann kann halt in der Regel nicht geburst werden. Also es ist relativ ein sicherer Pick-Off, wenn der Batrider reingeht. Damit kannst du halt verhindern, dass dann so ein Initiation mal daneben geht und du dadurch eigentlich deinen kompletten Angriff verlieren kannst. Ehrlich angenehm. Gesagt würde ich das gerade Bullshit gesehen. Nennen. Was bringt denn beim Batrider 200 Leben mehr? Ich weiß, das immer, aber das ist halt Quatsch. Was? Also, das ist falsch. Der Perfect Shield, das Tolle daran ist, dass es das Stunts wegmacht. Und das bringt halt auf Batrider nichts, wenn du es vorher drauf machst. Es macht 200 Leben mehr. Nein, wow. es geht darum, dass wenn Batrider reingeht und die Aphotic Shields sind vorher, natürlich ist es ein schöner Debuff, ist klar. Aber also wenn Moment, reingeht zum Pick-Offen und reingeht zum, keine Ahnung, Dinge tun. Ja genau, und wenn er dann also. Gebürstet werden würde, weil zum Beispiel ein Line oder so gut aufpasst, ja, dann kannst du ihn damit eigentlich am Leben halten. Das ist schon zwei, drei Mal, habe ich schon gesehen. So. Das ist so ein bisschen, ja, kann funktionieren. Ja, das ist eine ganz witzige Idee. Aber dann plus X-Kombo, ne? Kann ja jeder. Ja, ist generell ein sehr starker Support. Jetzt mit dem Morphling. Talk about Burst. Was würdest du sagen? On Cyclones Random? Weiß nicht. Nein, okay, seriously. Ich hätte mich potenziell vorhersehen können. Na gut. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wie Cyclones das sehen werden. Na wie wohl, ist doch ganz klar. Ganz klar. Ganz klar wie Kloßbrühe. Dann geht also für dich, wer in die Mitte? Quop. Prepare for battle. Vielleicht. Wer denn sonst? Meepo. Ich denke aber auch Quop. Meepo. Ich finde generell cool, dass ich Meepo gepickt habe. Ich bin ein bisschen begeistert gerade. Ja, die Begeisterung kann man förmlich hören oder spüren bei dir. Nicht. Ja. Muss ein bisschen mehr ausrasten. Nee, danke. Meepo! Nee, du freust dich ja eher auf Support Meepo, oder? Das Problem ist, es gibt kein Support Meepo. Ja, leider. Na gut, dann schauen wir uns mal die interessanten Sachen an, nämlich oben, wo du auch hinguckst. So, Wambo kommt hin, Lions, dann leider keine Reichweite. Aber Batrider hat nicht gewartet und das haben immerhin die Cyclones gesehen. Aber naja, da sich alle schon so schön zusammen sind, wir haben Acid auf dem X, Ascendiary auf dem Meepo, The Famous. Ja. The Very Famous. 1, 2, 3. Die berühmte Zahlenkombo. Wir haben Wambo als, längstes Mitglied von den Cyclones bisher. Und irgendjemand hat mich vergessen. Xor. K-K-Z-O-R. Xor. Auf der Quop. Auf der Gegend von VOP. Danke, dass ihr gerade Pause macht, damit ich euch introducen kann. Sehr schön. Wer hat Pause gemacht? Ja, Morphling. Ausgezeichnet. Dann fangen wir mit Morphling an. Wir haben Smook auf dem Morphling. Pasulj wahrscheinlich, ne? Auf der Wench. André. Der OP Andre auf dem OP Aberdon. Onage! Auf dem Shadow Fiend. Onage! Und Ludwig auf dem Batrider. Der Lutz. Ludwig, der Lutz. Lutz van der Horst. Onage auf dem Shadow Fiend, das ist meine Ansage, oder? OP Onage. Schade, dass es ein Support Earthshaker ist, sonst würden wir einen Support Meepo sehen. Ja,
zu schade. Aber Meepo too strong. Ja, ja. Es ist schade. Ja, ich bin mal gespannt, also gegen Meepo. Morphling sollte eigentlich, ist eigentlich ein ziemlich guter Held dagegen, weil Meepo baut kein BKB und der hat einen Shotgun, wo der eventuell Meepo bursten kann. Das Problem beim Meepo ist halt natürlich, Meepo bursten ist halt meine Ansage. Denn Meepo bursten mit 3000 Leben nach dem Hard oder so, also ist schon ganz gut auf Meepo. Nicht mehr? Noch nie, weil du kriegst nur auf dem Main-Meepo relativ dick, auch Leben und so groß, aber auf den restlichen nicht. Da ist zum Beispiel ein Skadi besser oder... Achso, du kriegst ja viel Leben und Leben bringt nicht, sondern nur die Stärke. Deshalb brauchst du ein Skadi und ein Aghanims und so. Wobei, Aghanims nein, die Stats bei dem Hard sind interessanterweise bei dem... Also kannst du mal gucken, wenn du ein Lobby aufmachen, einfach mal so cheaten. Und dann machst du dir mal ein Hard auf Meepo. Das ist wirklich Quatsch, ja, ein Hard auf Meepo zu bauen. Das ist ja nicht nötig, die Lobby aufzumachen, weil du kannst doch einfach auf das Hard als Item gucken und dann deine Superior Technical Game Sense auspacken. Du kannst sehen, einfach mal gucken, was das auf einem Meepo bewirkt. Und dann siehst du, wie wenig das, also das bringt natürlich schon irgendwas. Klar, ein Hard ist immer gut. Aber du könntest für das Geld, kannst du halt dann schon fast ein Skadi kaufen. Und das davon profitierst du viel mehr auf einem Meepo. Klar, bringt ja doch mehr Stats und wie gesagt, die 300 Leben vom Hard kriegst du halt nicht auf jedem Meepo und die Regeneration kriegst du nicht auf jedem Meepo, dann bringt das nichts. Aber gut, ich hatte die Idee auch mal gehabt, als ich mal gespielt habe. War aber nicht so. Muss man einfach mal ausprobiert haben. Holy shit. Der Axi auf der Lane geht ultra ab. Bottom Lane Acid. Tief, ja. Einfach mal das Creep Camcore testen. Und ja, easy mit den Spins hier raus machen. Lane cutten. Hat er die Creepwave leider verpasst, die ist jetzt tatsächlich da oben. Da kann er jetzt auch gechillt dahin laufen. Bisher quasi alle XP mitbekommen, ist jetzt Level 3 nach 1 Minute 30, nice. Und ja, mit 6 CS halt schon fast Top-Farmer. Und den Morphling, seriously? First Blood? Kriegt keinen Spin von dem einen Creep, okay. Das war sehr, sehr knapp, der Stun von der Venge war das nicht, was es überlebt hat, sondern halt tatsächlich, dass nur ein Creep da übrig war. Und... tatsächlich Morphling überlebt, aber super knappe Sache hier. Jetzt schon. Der X ist ein großes Problem auf der Bottom Lane. Aber dann rotiert er schon runter. Holt sich aber vorher wahrscheinlich noch die Haste-Rune. Haste. In Seiten von Cyclone haben wir auch eine Support Rotation in der Mitte. Der Lion wartet da. Nevermind. Vor allem auch so kurz vom Level 2, sagt man vielleicht von Level 2 Level zu nehmen, kann man zur Not sogar noch den Hex skillen, auch wenn es nicht so schön ist für einen Line für Level 2. Oh, Wambo, nein, die Fischer. Den Fischerblock, schön Wambo rausgehalten, aber okay, es bringt nichts, das Sandy Area hört sich mit dem Puff. Easy den letzten Kill. War jetzt nicht so wirklich halbwürdig, kam halt ran, haben gestunt, die Fischer hat nicht mehr geblockt, aber halt auch schön executed. Mit dem letzten Stun. Den genug ist dann für den Puff und dann schön in die Luft gepufft. Schauen wir in der Mitte. Onage 12-1 gegen 13-6. Es sieht noch nicht so ganz nach Onage aus für Onage. Tja, dann muss er mehr Onage mit seinen Raises machen, damit Onage hier in der Mitte Onage macht. Kommt vielleicht später noch. Die Onage? Onage. Okay. Onage? Das Gefühl, ich habe dieses Wort Onage noch nicht so oft genug gesagt. Bambo hat... Level 2 tatsächlich ein Hex geskillt. Weiß ich nicht, ob das gerade wegen dem Pick auf oben war oder ob das jetzt wirklich intended war. Ja, sicher, wenn du rotierst, hast du halt 2 Stunts und danach kannst du halt zur Base zurückgehen. Hat auch noch eine Clarity, das hilft ihm auf jeden Fall auf dem nächsten Level hier. Ist dann halt einfach, wenn er rotiert, ist es ja kein Sinn für Mana Drain. Ja. Also natürlich schon, aber wenn du halt rotierst und einen Pick auf bekommst. Gerade mit Shadow Fiend kannst du damit halt alles zerstören. Ja, aber du willst ihn ja nicht nerven, du willst ihn ja töten. Und dafür ist halt schon so ein Hex halt schon besser. Außerdem hat er Earthspike Level 1 gemacht, hoffentlich nicht, oder? Du meinst Impale. Nein, ich meine Earthspike. Doch, Earthspike Level 1. Ja, das ist nicht so eine gute Idee, glaube ich. Wieso? Macht halt einfach nicht genug. Naja, es macht halt irgendwie eine Sekunde Stun. Und das hilft halt nicht. Oh, Ludwig. Trifft den Bachelor. Bachelor ist immer noch Level 1. Und Easy Kills natürlich hier. Kazor kommt hin und holt sich den Kill. Oh, Level 1 noch für Battle, das ist eine richtig gute Sache von Cyclones hier. Aspect Level 1 habe ich schon mal gehört, dass es nicht so gut wäre. Halte ich für nicht zwingend richtig.
jetzt hier in der Situation vielleicht nicht, weil sie oben nur gegen einen Solo-Laner waren, aber ich zum Beispiel, ansonsten, wenn du alles tust, ist ein Impale, also entweder du gehst aggressive oder du versuchst in der Mitte des First Blood irgendwie zu helfen oder so, ist ein Earthspike eigentlich nicht verkehrt. Guck ihn dir an. Ja, der hat so ziemlich Balls. Nein, die können nichts dagegen tun, der wird sich einfach die Kills ziehen. Wenn jetzt ein Swing, Lucky. Lucky, das Win. Ja, natürlich. Das ist eine... Natürlich. Achso, hä, okay. Ich dachte, das stimmt, das wäre eigentlich ein Gegner-Jack-Creep. Warum hat er jetzt einen Spin bekommen, wenn an der Venge hat ihn angegriffen? Hat anscheinend daneben geklickt, also hat an ihm vorbeiklicken wollen, hat dann mit dem Mauszeiger anscheinend diesen Axe getroffen. Dann hat er einen Hit gemacht. Ja, ich glaube, diese Axe wird eine schöne Zeit haben. Also er hatte eine schöne Zeit. Hat Level 6 nach 5 Minuten. Ist 1-0-0, hat 26 Last Hits. Das ist halt irgendwie mehr als der Shadowfiend in der Mitte. Mitte gibt es einen Pickoff. Ja, in der Mitte gibt es einen Pickoff. Onich wurde von der Fische getroffen. Eine sehr späte Fische. Trade Disable. Schön Earthback. Eine Rotation, das ist. Was willst du dagegen tun? Ja, als Shadowfiend besonders kannst du halt nur perfekt stehen und sie haben halt auch keine Wards. Gar keine in dieser Mitte. Und werden davon halt gerade ziemlich zerpflückt. Vor allem der eine Ward hier oben. Bottom Lane, gut gemeint für den Batrider, aber der hat schon längst oben abandoned. Ja gut, du hast ihn am Anfang gesetzt und dann kann man nicht wissen, dass die so gut sind. Ja. André hat schön Stack gemacht. Aber generell, Aix geht tatsächlich auf Vanguard First. Ich glaube, in der Situation tatsächlich ist es gut. Weil du hast halt einfach mal, wenn du als Aix früh weit vorne bist, bringt dein Blinkdagger natürlich was, aber wenn du halt in Vanguard gehst, dann bist du halt wirklich vollkommen unkillable. Und kannst du halt dann einfach nur auf der Lane bleiben jetzt hier. Ich glaube, das ist die Intention. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ja, den Blinkdagger ist halt schön, aber den brauchst du halt hauptsächlich für große Engages und die werden halt nicht passieren. Pazulic wird hier gefunden, Scream ganz schnell gemacht, aber ja gut, Stick Charges würde er genug haben, um da rauszukommen. Wambo ist da ein bisschen sehr ballsy hier. Denkt ihr, dass er juken kann? Der Race kommt doch jetzt wieder on. Das war ein bisschen dumm. nein. Ja, dachte, er ist ein bisschen mit dem Shadowfiend. Ja, geowned. Onage von Onage. 1-1. Ganz klar. Was ne Onage, Mann. Was ne Onage. Ich habe Onage schon lange nicht mehr gehört. Das ist, Onage ist immer noch als Sound drin, oder? Oder war das Dota 1 Zeit? Nee, das gibt's noch. Das gibt noch. Was war das? 5 Kills? Das ist ein eigenes Team? Jetzt gerade schon in. Was war das? Ein Triple Camp? Weiß ich gar nicht genau. Ja, zu spät hochgeschaltet. Sehr, sehr schön. Oh, das nächste Triple Camp ist hier auch noch drin. Schön die Double Camps mit der. Mit was haben die Doppelcamps gemacht? Das kann Meepo auch allein. Achso, ja gut, okay, kann er sich selber farmen. Kommt er da raus? Geht ja, bei The Ancients. Na gut. So, Acid geht jetzt weiter online aggro. Wird André hier finden, beide haben... Nee, Acid ist zu schnell. Oh, die Jukes von André! Oh, dieser André ist so OP. Seriously. Richtig stark OP. Und jetzt kommt das Cannon Blade, aber zu spät. Nicht ganz getroffen, aber jetzt kommt er rein. Klunk. Da kommt Batrider, Onage ist halt auch da. Und Acid geht natürlich noch aggressiv rein und wird damit vielleicht mit seinem Leben bezahlen. Earthspike misst. Jetzt, Acid will es einfach nur wissen. Und da ist auch noch Smug. Sollte der Lion versuchen wegzukommen? Oh, sie ja, gehen sogar rein mit der Quap. Plötzlich, jetzt kommt die Quap. Da kommt schöner Scream. Onage ist erstmal low, aber Kazor muss halt auch aufpassen, denn hier Ludwig ist jetzt da, kommt über das Scream. Ja, will aber einfach mit dem Scream halt den Kill holen oder mehrere Kills, kann hier sogar mehrere Kills holen. Wenn Axis wieder reinkommt, kann er einen Triple Dunk machen. Klunk! Einmal. Klunk! Zweimal. Na, das reicht ja nicht, da muss er eine Fische werfen. Ja, doch. Klunk! Doch, nein, kein Mana! Kein Mana! Stick Charges ist nicht mehr da. Nein! Gut, aber der Triple Dunk. Anstatt ihn zu killen, anstatt ihn geklaut zu bekommen, lassen sie wenigstens den Kill. Das hatten wir ja schon mal, dass ein Axis ein Job geklaut wurde. Das war Frechheit. Ja, Frechheit. Eine Empörung. Eine Empörung. Das Interessante ist halt auch, in dem Zeitpunkt waren halt so viele tot, dass sie eigentlich die Venge hätten auch einfach wegkommen lassen. Einfach so, okay, Venge, ich brauche noch 20 Mana, bis ich dich danken kann. Ich laufe dir jetzt so lange hinterher, bis ich das Mana habe. Also das Problem ganze ist hier aktuell für Cyclones oder ich sag mal mehr für Ascendancy auf Meepo. Ascendancy. Ascendancy, ja. Lol. Englisch wäre Sprache. Das... Bevor er wirklich anfängt, essentiell zu werden für das Spiel rum. Du meinst essentiell? Meepo. Meepo. Ja? Einfach nur Meepo. Achso, er muss halt noch ein bisschen farmen, um Meepo für das Spiel zu werden. Nein, ich wollte nur den Namen nicht aussprechen. Achso.
Ja, aber bevor, ich sag mal, bevor Meepo wirklich wichtig wird für Cyclones, irgendwie so im Midgame, ist das Spiel wahrscheinlich rum, so wie es aktuell ja, läuft. Das Problem ist, glaube ich, dass Acid halt besonders jetzt... Sie können nichts gegen den Axe tun auf der Bottomlane. Ja, das ist halt so das Ding. Es kann halt ganz gut sein, dass er das halt alleine gewinnen wird. Das einzige Problem ist, wird sein, dass er halt ein Axe... Es ist halt ein Axe-Spieler. Und als Axe-Spieler musst du in spätestens einer Minute in das gesamte gegnerische Team reinfeeden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist dieser Axe. Also, mark my words. Sogar drei Leute dafür, um den so ein bisschen, um ihren Morphling ein bisschen zu beschützen. Naja, Batrider würde einfach nur gerne in den Dschungel, kann aber nicht, weil der Axe und der 1-Tower steht. Ja, wie gesagt, mark my words, der Axe wird halt gleich feeden. Ah, zu früher Call. Aber macht das schön, aber jetzt wird er hier in 4. Na gut, in 4 wird er noch. Rotieren Sie noch einen rein, um den zu töten. Das ist einfach nicht wert. Natürlich. Es ist wert, weißt du, es ist ein Mega-Kill-Streak für Shadowfiend. In der Guck Zeit gleich, wenn die Fight Tree Cap waren. Ob T1 nehmen können. Fight Tree Cap, das waren 1600 XP und 1200 Gold. Ja, sie haben das war halt vier wunderbare Feed. Und haben einen Free Farming Meepo. Ja, aber der Jungle Terror. Das ist einfach nichts wert. Was? Das war ein großer Kill. Ja, das war halt Feed, wie du es vorausgesagt hast, aber der hat wahrscheinlich auch nur deswegen gefeedet, weil du es wolltest. Nein, das war das ein Axe ist. Axe kann nichts anderes außer feeden. Muss feeden, wenn er voraus ist. Der gewinnt halt Spiele und dann so, oh, ich hätte das Spiel gewonnen, okay. Dann will ich jetzt feeden. Ist halt einfach so. Meepo kriegt jetzt sein Arganips in Rekordzeit. Look here. Look here. Nein. Schöne Jukes von Polch. Paul Pasulic. PJ Salt könnte man ihn noch nennen. Was? Salt? Ja, PJ Salt. Pasulic. Ich glaube, es sollte doch passen mit Slowenien und so, weiß ich nicht. Könnte es eigentlich sein. Nicht so halbwegs sicher. So, Onage kommt jetzt da rein und wird jetzt schön von der Fissure hier reingesteckt. Nein, okay, Shadowfiend wird nicht so nah rangehen. Aber. Bam! 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 Kommen wir dir sogar sein Ulti noch dafür. Oh, hast du diese, diese Explanation gehört von diesem Caster, ey? Wunderbar. Bam, bam, bam. Das ist meine Teamfeldbeschreibung. Weiß jeder direkt, was passiert ist. Ja gut, viel. Wesentlicher streamt Sing Sing auch nicht. Also, ja, aber Sing Sing passt nicht. Sing Sing versucht wenigstens seriös zu sein. Sing castet nicht? Nein. Frag Tobi mal. Naja, co-castet, okay. Radiant's top tower is under attack. Oder ich habe noch nicht die schönen Sing Sing Casts im Dark Web irgendwo war gesehen. Das Korean Dota League? KDL war das? Was? So, Sing Sing mit. Da kann ich irgendwas. Sind die da nicht zusammengeflogen? Das kann gut sein. Stimmt, da war irgendwas. Das ist schon eine Weile her, ich glaube so 2-3 Monate oder so. Hm. Nee, das war noch vor Dezember, glaube ich. Naja. Ich kann mich auch an ein Bild erinnern, glaube ich. Irgendwas mit Sing Sing. Gut, apropos Sing Sing. OP smoken. Direkt auf den Axe hin. Aber Axe hat einen Blinkdagger und callt genau in den Smoke rein. Aber sollte vielleicht schaffen, vorher das zu machen. Nein, aber der Re-Engage kommt hier von Famous. Schöne Fische auf 3. Die Frage ist, schaffen sie trotzdem halt irgendwie hinterher zu kommen? Und es sieht nicht aus, weil sie halt einfach am Fall nichts. Und Acid hat einen Blink, Digga. Ja, sie hat jetzt einen Blink, ist auch der Line da. Ja, das könnten sie sogar eigentlich stören. Da kommt aber erstmal die Rotation. Und sie machen es hier sicher. Smoke. Da ist der Meepo wieder dabei. Zurück. Oh, Meepo. PJ Salt ist tot. Ja, immerhin. Also, dass er halt quasi als Vent fürs Bild allein den Smoke gebrochen hat, ist schon wesentlich... Went better than expected. Und da kommt der nächste Dank hoffentlich. Dank, Dank. Oh, Wambo. Das war nötig. Besonders weil sie ja Tini Quop fand. Sie hat ja Tini Quop, der kam nicht weg. Du hast. Das, darum geht's nicht. Ja, aber du hast doch diesen Finger, den musst du doch erstmal auf Level 11 bringen, weil sonst hat er viel zu lang Cooldown. Nee, du musst halt fingern damit. Ja, gut, der muss halt immer auf Cooldown sein, ja. Aber. Immer on Cooldown. Ich find's immer nicht so schön, dass er nur Mana Drain nur auf Level 1 hat. Ja. Das bringt ihm halt relativ wenig. Weil gerade mit diesem neuen Tranquil Boots Bild, dem man geht, braucht man schon so 2-3 Level drin. Ich bin aber mir eigentlich. Das läuft viel zu gut. Also, was will man dagegen sagen? Also, man kann jetzt viel kritisieren hier. Es läuft dann viel zu gut für Cyclones. Und also, alles, was sie hier tun, funktioniert. Von daher, was soll man da groß kritisieren? Ne? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob du beim Lion hier eventuell nicht den. Also, mehrere Dinge in Mana Drain ist, glaube ich, hauptsächlich. Der, ist ein Pub-Bild, glaube ich. Du brauchst ein Pub halt wenigstens länger stable. Du kannst das Lion halt einfach, wenn du Disable machst, holst du halt den Kill.
Und dann holst du einen Kill, gehst zurück zur Base, rotierst halt weiter. Wenn du halt rotatest, brauchst du halt diesen Mana-Drain nicht. Weil ja, dann brauchst du aber, wirklich nur auf der Lane. Da musst du halt auch Kills kriegen, sonst hast du halt mit XP irgendwann ein Problem. Aber das haben sie halt hier auf jeden Fall nicht, weil... Ja, wenn er sowieso nur rotiert, auch mit Mana-Drain wird er nicht auf der Lane stehen und XP bekommen. Wenn er sowieso nur rotiert... Ja, der kann aber länger bleiben. Aber ja, jetzt sehen wir erstmal einen toten Ownage. Es sei denn, er ownt. Ownage. Ja, der ownt mit seinem Death Blast. Bam. Nippo. Schön geslowt. Einiges an Damage hier in Wambo. Hat einen schöner gemacht, der Ownage. Acid blockt ihn auch noch im Tower Range. Vielleicht haben sie auch einfach viel zu viel Spaß gerade. Kommt bald schon der Dagger raus für den Lion. Dagger jetzt auch auf Meepo. Dagger! Ja, Meepo ist einfach nur genial. Earthshaker hat jetzt auch den Blinkdagger. Also es ist halt irgendwie, wie viele Blinkdagger haben sie? Oh, Top Engage. Schöner Exchange hier, aber ich glaube, oh, da hat er das über... Der Chop nicht gereicht. Ja, da hat der Chop nicht gereicht, einfach weil er halt Strength gemorpht hat und hat es nicht gesehen. Aha, Acid. Right leg too strong. Meanwhile, er hat einen Meepo nimmt Roshan alleine. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, er hat einfach das Problem gemacht, dass er jetzt einen Chop verhauen hat und das invalidiert leider seine Ex-Performance komplett. Also, ich weiß nicht. Andererseits, er war zu aggressiv. Ja, er war halt zu aggressiv. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft, die jeder Ex-Spieler haben muss. Dann schon die Meepos ausgewechselt. Wichtige XP für den Lion. Der Meepo wird einfach zu einem Faktor, der einfach nicht mehr berechenbar ist, so ab in 5 Minuten. Ich würde trotzdem sagen, dass der Faktor berechenbar ist. Ich würde ihn auf ungefähr 7 schätzen. 7? 7. Ja. Ich würde ihn eher darauf beschätzen, dass er sich jetzt vermutlich er geht direkt wahrscheinlich auf ein Stardy. Läuft so gut, warum soll das nicht tun? Oder Hex. Braucht er nicht. Die haben genug Disable. Viel zu ja, viel sogar. Ja, aber Stardy. So, es geht rein. Ornish kriegt das Schild, kommt weg. Oh, Old Scepter hier erstmal eingesetzt auf den Earthshaker. Aber der Earthshaker kommt trotzdem, hat seinen Dank und wird jetzt ein bisschen warten. Und wird jetzt jumpen, wahrscheinlich wird jetzt, kommt er hin? Es sieht nicht danach aus. Kommt nicht ganz hin, GG, okay. Nevermind. Mau. Langes Spiel. Ja, genug Ownage. Langes Spiel, ja. Ja, was soll man tun? Also ernsthaft. Ja. Das ist halt ein Ownage und nur weil es sich halt gerade wie ein Pub-Game anfühlt, muss man das auch nicht so lange herauszelebrieren, wie wir das in einem Pub-Game tun würden. Ja, das stimmt. Also, irgendwann wird halt Fountain gecampt und so, wie halt so ein Pub-Game läuft und das muss ja hier gerade nicht unbedingt sein. Zusammenfassung von Cyclones Spiel mit 3 Buchstaben. Wambo? Wow! Wow! Wow, Right-Click! Oh, Face-Shift! Wow! Wow! Ja, das ist halt schon ziemlich immer. So, das heißt, es ist eine Two-Game-Series, ne? Das heißt, wir sehen jetzt nochmal einen Stomp, oder wie? Hoffentlich nicht. Sehen wir dann mal. Es war vielleicht doch eine Draft... Ne, es war einfach nur Ex, die es gewonnen hat. Auch wenn Wambo halt ganz gerne... hier im Chat sagt, dass er so gut war. Na? Also im Chat wird halt auch geflamed. 4-1-4 ist eigentlich der Bild. All das. Ja, hat funktioniert. Wir sehen Game 2. Bis später.